Hallo, hier mein Küken und damit recht herzlich willkommen beim Rosti-Kanal und zu einem weiteren Part von Batman Arkham City. Die Game Obsidian Edition. So, Kollege, wir müssen ja da hoch, ne? Zu dem Sponk hier, ne? Und jetzt geht's ab. Jetzt geht der Punk ab. Du bist der Hammer. Darf ich vorstellen, Mr. Hammer? Er wird dir Manieren beibringen. Ich breche jeden Knochen in deinem Körper. Hold on. Das ist ein Jürgen, sag mal, das ist ein Typ. Oh, jetzt hab ich Tab gedrückt. Nein. Gib ihm einen Tritt von Mr. J. Oh, du Flirter, Batman? Hau mit ein. Boom, jetzt aber. Nein! Jetzt war ich schon so weit! Ich wusste es! Du bist nichts als eine halbe Portion! Fool. Leute, ich hab mir schon so Mühe gegeben. Jetzt bin ich sauer, Leute. Diese Scheiß-Tastatur. Ich hab mir jetzt so oft getroffen. Hat mich schon gerade erwischt, der Arsch. Meine Jungs werden dich finden und ordentlich so sau machen. Du hast jeden Schlag, den du abkriegst, verdient, Batman. Ich hau mal ab. Heute Nacht stirbst du, Fledermaus. Ich breche jeden Knochen in deinem Körper. Er hat mich schon erwischt. Arsch. Du Arsch. Ich werde dich begraben. Damn. Halt still, während ich dein Gesicht in den Dreck stoße. Ich werde
ganzen Raum verstreuen. Damn. Ich hab platt! Leute, ich hab's geschafft! Yo! We got it! Der Joker! Joker ist tot? What? Das ist jetzt der Joker! Der Joker! Geh mir sofort aus dem Weg, Quinn! Lass uns in Ruhe, Batman! Ah, doch, das ist der Joker! Er hat nur eine Maske auf! Lass mich mit ihm allein! Ich hab gesagt, aus dem Weg! Das ist alles deine Schuld! Seit Jahren stellst du ihm nach, schlägst ihn zu Brei. Und für was? Wieso bist du so gemein? Oh, böse Welt, oder? Überraschung! Hey, er verlust, er wird mal verarscht, ja. Du bist auf den alten, kranken Joker-Witz reingefallen, Batman. Bist du unbedingt mal... oh je, was für eine Keule. Oh, voll auf die 12. Nein. Der arme Batman. Klingt, als würde der Detektiv den Joker eine Weile beschäftigt halten. Gut. Dann hat das Kätzchen mehr Zeit zum Spielen. Und was jetzt? Helfe ich der großen, starken Sahneschnitte oder helfe ich mir selbst, indem ich mir alles nehme, was Professor Strange in seinem Tresorraum hat? Ich weiß. Keine leichte Wahl, was? Was werde ich tun? Croc suchen und dazu bringen, ein Loch in den Tresorraum zu schlagen? Pinguin um etwas Sprengstoff bitten? Nein, zu stillos. Ich bevorzuge es, solchen Dingen eine weibliche Note zu geben. Bleib, wo du bist, Ivy. Ich komm dich jetzt holen. Ich muss meine Sachen aus meinem Apartment holen. Ohne meine Sachen habe ich gegen Ivy keine Chance. Ohne sie wäre ich nackt. Charakter, what? Neben mir und Berge die Ausrüstung aus Catwoman's Versteck. Alle Gefangenen werden in regelmäßigen Abständen untersucht. Widerstand dagegen wird nicht toleriert. Hochklettern. Ah, da war es ganz was Neues. Wow, wir spielen Catwoman. Schätze, wir sind im falschen Team. Nein, der Boss steht das durch. Batman stört nur ein bisschen. Joker übernimmt schon irgendwie die Macht. Wieso seid ihr so sicher? Wenn ihr euch irrt, legen Joker oder Pinguin uns um. Und wenn dies nicht tut, macht's jemand anders. Ah, mit Catwoman spielen sie aber auch schön. Immer schön hoch, ne? Oben ist bessere Aussicht. Wie sollen wir denn überhaupt rausfinden, wo sie lebt? Two-Face meinte, es sei hier irgendwo in der Nähe. Na und? Woher will er das wissen? Was fragst du mich das? Ich stelle seine Entscheidung nicht in Frage. Das solltest du auch nicht tun. Ich weiß. Wieso ist der auf einmal so verdammt angepisst? Lass mich nachdenken. Vielleicht, weil Catwoman ihn über einem Säuretank hat hängen lassen? Wirklich? Ja, er hatte sie genau da, wo er sie haben wollte, als die Schlampe sich befreit hat. Im Ernst? Wieso habe ich davon nichts mitgekriegt? Vielleicht liegt's daran, dass du die Hälfte deines Lebens diesen Dosenmist frisst und die andere Hälfte auf dem Klo verbringst. Ja, damit stimmt irgendwas nicht. Dann habe ich einen Vorschlag. Hör auf, es zu fressen und finde raus, wo Catwoman sich versteckt. Jetzt nach links. Aber hier ist doch. Versuchen Sie unter keinen Umständen, die Außenmauer zu erreichen. Hä?
Moment. Missionsziel. Kampfpanzer, Bad-Suit, neu. Kampfpanzer. Wahnsinn. Bietet einen 50% mehr Geschuck. Ah, wir brauchen noch 2000 Punkte. Komisch. Missionsziele. Ja, wir sind hier. Aktuelle Position, wir sind genau hier richtig. Überrede Poison Ivy zu, aber wie komme ich zu Poison Ivy rein? Und berge die Ausrüstung aus Catwoman versteckt. Muss ich runter? Unten irgendwo vielleicht gucken. Oben komme ich ja nirgends rein. Es muss hier irgendwo sein. Aber kann ich hier rein? Nee, hier kann ich rein. Oh. Es ist Catwoman! Oh, die hat der Peitsche, das ist immer nett. Da drüben scheint irgendjemand zu kämpfen. Oh, ich bin wieder auf das Display gekommen. Ich bin auch nicht schlecht, ja. Gib ihm die 12, ja. Hol deine Peitsche raus, Baby. Jawohl, ohne Klatsch. Oh, Bang, oh. Wir müssen hier irgendwo lang. Aber hier, komm. Oh, ist gekrabbelt. Mist. Hier komme ich nicht lang. Und da komme ich auch nicht lang. Die Mauer, die Arkham City umgibt, ist für alle Gefangenen Sperrgebiet. Versuchen Sie nicht, sich der Mauer zu nähern. Ich komme ja hier nicht rein. Leute, ich bin überfordert. Gibt's nicht. Ich war doch gerade hier. Leute, wo soll ich hin? Was macht er jetzt? Mysteriös. Hier bin ich genau richtig. Hier. Catwoman!
Komm her, Kätzchen. Hast du etwa Angst? Ja, aber sie kommen ja nicht raus, die Honks. Arkham City wird das Letzte sein, was du siehst. Komm, worauf wartest du noch? Leute, ich bin überfordert. Keine Ahnung. Du hast Angst vor uns? Kein Wunder. Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht, ich bin total. An vorgegebenen Stellen von Arkham City werden regelmäßig Nahrungsmittel abgeworfen. Die Abwürfe erfolgen zu bestimmten Zeiten. Und ausschließlich an diesen Stellen. Aber nicht hoch. Die Gefangenen sind selbst für eine gerechte Verteilung verantwortlich. Kein. Was hat sich für Mode? Wahnsinn. Ich bin jetzt ein bisschen hier Konfuzius. Man kommt ja nicht unten auf dich auf eine normale Straße. Hier sei schlimm. Hier ist es viel schlimmer. Ich versuche mal da unten mein Glück. Um einen Poison. Wer hat Catwoman hier reingelassen? Komm ich da rein? Du Arsch. Gib ihm einen, ja, los, machen fertig hier. Den unten. Muss ich da rein? Wahrscheinlich, oder? Ich hab's jetzt keine andere Idee. Stufe C. Unsinn, Mann. Two-Face wollte das. Ist ein Trick. Der Boss hat einen Plan. Wer hat also geplant, dass Batman ihm den Arsch versucht und ihn dann über den Säuretank hängen lässt? Na, aber sicher. Hör zu, wir müssen einfach nur hier warten. Wenn Two-Face zurückkommt, dann hat er einen Plan, wie wir den Laden wieder übernehmen können. Ja, scheiß auf Joe! Scheiß auf Pinguin! Es liebe Two-Face! Sorry, dachte, das sei eine dieser. Gib mir fünf Momente. Nein! Catwoman ist hier! What? Miaust du gleich für mich? Ja, leg mich auf Google. Ich leg dich um, du Schlappe! Das wird das Letzte sein, was du siehst. Na, Angst? Scheiße. Hier werde ich den Schädel anschlagen, Catwoman. Mann, so viele. Du wirst hier sterben. Ich lasse dich nie aus, Schlampe. Zeit zu sterben, Miezekatze. Leute, unten ist schlecht. Das heißt,
Wir gehen mal schnell hoch. Hat ihm in den Hintern getreten. Unsinn, Mann. Two-Face wollte das. Ist ein Trick. Der Boss hat einen Plan. Aber wir kommen... Er hat also geplant, dass Batman ihm den Arsch versohlt und ihn dann über dem Säuretank hängen lässt? Na, aber sicher. Hör zu, wir müssen einfach nur hier warten. Wenn Two-Face zurückkommt, dann hat er einen Plan, wie wir den Laden wieder übernehmen können. Ja, scheiß auf Joe! Scheiß hier. Auf Pinguin! Es lebe Two-Face! Two-Face. Ganz ruhig, Mann. Sorry, dachte, das sei einer dieser Gib-mir-fünf-Momente. Nein! Ja, wir müssen auf jeden Fall, egal was kommt, ich glaube, die Leute hier unten ausschalten. Aber es sind ja einige, ne? Die Katze macht Miau. Also ein Sprungangriff. Was zum Teufel treibt ihr hier? Geht das? Ja, Leute, ich würde sagen, ich weiß mal, zum Ende kommen. Und so feige, um hier unten mit mir zu kämpfen. Und ich bin ein bisschen überfordert. Ich muss mir da mal Gedanken machen. Zu kämpfen, Catwoman? Wir müssen zu Poison Ivy. Ihr kennt ja. Die, wo... Und dann ist sie hier wieder geboren worden, neu. Und die kriegen ihre Pflanzen verliebt. Jeder hat ja... Das kenne ich aus ich dachte, vor dir müsste der Serie vom Pinguin, ne, und von Deutschland. Die Luft da oben, war so geil. Nice. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Feige, um hier unten mit mir zu kämpfen. Wir werden auf jeden Fall hier weitermachen. Hat er gespeichert. Versteck ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Ich werde mich freuen, wenn ihr mit einschaltet bei meinem Rauskanal. Bitte bewertet das Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch kein Abo habt, dann aufs Köpfchen drücken. Chris Tate, macht es subscribe. Also wünschen. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, macht das Beste draus. Haben wir keine andere Wahl. Und genießt einfach. Lasst euch nicht untergehen. Versteck dich ruhig da oben. Wir kriegen dich trotzdem.